Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tessie Supply. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update mit einem neuen Thema, warum man jetzt die Tesla-Aktie kaufen sollte. Und ich möchte betonen, ich bin kein Finanzberater. Ich teile dir hier nur meine Erfahrung, mein Wissen und meine persönliche Meinung mit. Und du musst natürlich deine Entscheidung selber treffen. Das ist ganz, ganz wichtig hier zu Beginn des Videos. Ja, ein Thema, welches ich so in der Vergangenheit immer gescheut habe, aber ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, um hier kurz bevor wirklich nochmal Großes passiert, darauf hinzuweisen. Ja, die derzeitige Situation ist natürlich sehr, sehr durchwachsen. Das hat mit all den Außenfaktoren, dem Ukraine-Krieg, den Ölpreisen und all diesen Unsicherheiten in der Welt zurzeit zu tun. Und wenn man sich jetzt hier so diesen Chart anschaut von Tesla, dann kann man sagen, dass Tesla kurzfristig auch mal ein wenig unter diesen Aufwärtstrend gefallen ist. Aber, und jetzt kommt der wichtige Teil, und darauf gehen wir jetzt auch ein in diesem Video, es gibt verschiedene Katalysatoren, die darauf hindeuten, dass Tesla in den nächsten 12 Monaten ganz, ganz viele Dinge, auf die wir ja schon ewig gewartet haben, dann auch endlich vollenden kann und damit loslegen kann. Es gab ja in letzter Zeit immer sehr viel Kritik oder in den letzten 1,5 Jahren viel Kritik, weil sehr viel angekündigt worden ist, aber nicht so viel geliefert worden ist. Aber man kann im Prinzip sagen, dass das Jahr 2022 zu den Jahren gehört, in denen Tesla sehr, sehr viel liefern wird. Und das ist zum Beispiel hier auch die sichtbare 4680er Zelle. Nicht nur startet die Produktion im April in Austin, nein, sie ist auch schon in Cattle Road in Kalifornien gestartet. Und wir werden wahrscheinlich auch im dritten Quartal, so wie meine Quellen mir sagen, im Grünheide dann mit der Produktion beginnen. Das heißt, wir haben 3 Positionen, 3 Länder, 3 Standorte, die diese neue Batterie produzieren, die erstens mal günstiger sein soll und natürlich je nachdem, das werden wir noch sehen, auch die Reichweite erhöht. Also von daher ist hier das Fundamentale, die Basis, auf den Tesla aufbaut, doch sehr, sehr gut. Und es kommt nicht nur das hinzu, nein, es sind ja gerade auch 2 Fabriken fertig geworden und wir wissen, dass im Laufe des Jahres, wahrscheinlich eher Richtung 3. Quartal, 4. Quartal, auch noch neue Fabriken oder eine neue Fabrik bekannt gegeben werden soll. Das heißt, es wird ein kontinuierlicher Stau an neuen Fabriken auf den Markt kommen, neue Fabriken, die entsprechend dann auch erstmal hochgezogen werden müssen, während aber gleichzeitig dann auch noch Austin und Grünheide ihre Produktion hochfahren. Da lässt sich aber dann auch nochmal unterscheiden zwischen Deutschland und natürlich Austin, denn in Austin soll ja der Semi produziert werden, der übrigens auch schon in einer limitierten und ganz kleinen Produktion ist. Also da sind sie jetzt am Anfang dieser Produktion. Der Cybertruck soll dann Ende des Jahres kommen. Endlich einer der letzten Produkte, die wirklich für die Masse geeignet sind, die leider noch immer nicht auf dem Markt sind. Und der Gary Black, der zeigt das ja auch nochmal ganz gut auf. Austin und Berlin, die beide im März beginnen. Dann haben wir noch natürlich Indikatoren, die mit dem S&P zu tun haben, S&P 500. Dann im 2. Quartal kommen nochmal die Rabatte bzw. die Förderung in den USA. Die 4680er Produktion, die weiter größer werden wird, wie ich gerade angesprochen habe. Dann haben wir noch das FSD. Ja, kommt das volle Rauslaufen und das volle, die volle autonome Fahrweise dann schon Ende des Jahres. Das können wir, da müssen wir einfach abwarten, ob das wirklich passiert. Aber wir haben dann noch den Cybertruck, den Semi. Vielleicht dann Richtung 2024, das ist natürlich weit in die Zukunft, ein günstigeres Auto. Also wir sehen hier, es gibt sehr, sehr viele Punkte, die aber auch schon teilweise passieren und die gesichert sind. Natürlich ist der Teil des autonomen Fahrens immer ein großes Fragezeichen, wann und wie sich das durchsetzen wird. Das ist vielleicht das größte Fragezeichen in dieser Liste, die wir gerade gesehen haben. Viele andere Faktoren sind ja gerade schon in der Umsetzung und werden dann von der Liste gestrichen werden können. Und wenn man dann die Gesamtmarktsituation nimmt, wie sie zurzeit ist, dann kann man sagen, dass man die Tesla-Aktie zurzeit sehr, sehr günstig bekommen kann.
Das darf man wirklich da nicht vergessen. Und wenn wir dann noch in die nähere Zukunft schauen, Model Y aus Grünheide, dann das Model 3 irgendwann aus Grünheide, Shanghai expandiert weiter. Es könnte theoretisch im Laufe dieses Monats auch noch die zweite Fabrik in China bekannt gegeben werden, sollte sich diese Information bewahrheiten. Also ihr seht, es ist sehr, sehr, sehr viel, was da jetzt kommt und es wird auch immer mehr werden. Und natürlich wurden am heutigen Tage auch die Preise angehoben von Tesla. Und Tesla hat ja noch einen weiteren Vorteil. Sie haben langfristige Verträge, nutzen ein wenig jetzt die Chance, natürlich noch mehr Geld zu machen, weil man kann es zurzeit begründen mit entsprechenden Kostensteigerungen. Und hier sehen wir auch noch mal, was das so finanziell für Tesla machen kann. Also alleine die Elektromobilität in Westeuropa wird ja weiter nach vorne getrieben jetzt durch die Russland-Situation und Ukraine-Krieg. Und dann auch natürlich 80.000 Autos pro Monat sollten im März eigentlich fast möglich sein für Domestik und Export. Also wenn man sich das einfach mal vergegenwärtigt, wir haben hier eine Zahl im ersten Quartal von um und bei 324.000 Autos, die Tesla wahrscheinlich ausliefert. Das ist mehr als der gesamte Elektroautomarkt in China, welches Tesla ganz alleine macht. Ja, in China wurden 270.000 Autos rein elektrische verkauft in einem Monat. Und Tesla schafft das fast in einem Quartal schaffen sie das ganz alleine. Das zeigt einfach, welchen Vorsprung und welche Geschwindigkeit Tesla in welcher Geschwindigkeit sie hier die Autos an den Mann bringen. Also das sind sehr, sehr erfreuliche Nachrichten. Und dann gibt es natürlich noch so Fabriken wie zum Beispiel hier in Nevada mit den Solaranlagen drauf. Da werden die Powerwalls gemacht, da werden die Megapacks gemacht. Die Megapacks übrigens auch in Kalifornien in einer neuen, kleineren Fabrik. Aber darf man nicht unterschätzen, dieser Markt wird auch weiter steigern. Und ich habe das auch schon mehrmals gesagt, wenn wir hier in Deutschland die Energiewende schaffen wollen, wenn wir mehr Windanlagen haben wollen, mehr Solarenergie haben wollen, ja, was wird denn dafür gebraucht? Megapacks werden gebraucht. Megapacks, die entsprechend dann auch den Strom speichern, genauso wie die Powerwalls für zu Hause. Da gibt es natürlich auch noch andere Anbieter, aber der Markt selber wird wachsen. Und diese Fundamentaldaten, wenn du dir das alles klar machst und die Tatsache, dass Tesla jetzt sogar auch Megacharger-Network ausbauen möchte, nur für seine LKWs, das sind alles Sachen, das darf man einfach nicht unter den Teppich kehren. Und da ergibt sich durch leider diese ganz schreckliche Situation in Ukraine, ergibt sich rein von den Chartanalysen jetzt die perfekte Möglichkeit, nochmal einzusteigen, weil in hoffentlich wenigen Wochen dieser Krieg irgendwann auch einen Frieden finden wird und sich dann hoffentlich etwas wieder die Welt normalisiert. Und das sollte dazu führen, dass dann auch dann die letzten Leute realisieren, was Tesla hier alles so veranstaltet. Bis dann!